Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Tutorial zu dem Julbock, zur Julbock-Jagd. Und ja, ich werde euch alles Wichtige sagen, was ihr beachten müsst. Zuallererst mal müsst ihr die Quest bei Alex und James, die am Morlenstall startet, abgeschlossen haben. Nachdem ihr dieses kleine Tutorial sozusagen durchgespielt habt, ist dieser Riss hier sozusagen im Schlafen, also ihr kommt jetzt raus. Diesen Riss könnt ihr heute nicht mehr aktivieren, aber es gibt noch weitere vier Portale. Und zwar einmal, wie gesagt, das eine hier in Moorland, dann gibt es in Fort Pinter noch eins, dann in Silverglade, in den Aberwindfeldern und hier ungefähr in Hollowoods. Diese Juleböcke stehen dann in der Nähe von diesen Rissen rum und um die Jagd zu beginnen, klickt ihr einfach den großen Julebock an und dann verschwinden die kleinen. Die müsst ihr dann alle nacheinander suchen. Drei Stück sind das, die können auch zwischendurch wegrennen. Und wenn ihr in der Nähe seid, wird euer Interface hier oben, also euer Bildschirm, bekommt so einen weißen Rand. Und dann merkt ihr, dass ihr dem näher kommt. Und wenn ihr alle drei gefunden habt, müsst ihr mit denen wieder zurück zum großen Jurgok rennen. Die kleinen rennen euch dann hinterher und die können auch nicht woanders sein, außer innerhalb dieses Nebelkäfigs, der hier einmal rund um euch drum ist. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, alle habt, folgen die euch, ihr geht wieder zurück zum großen Julebock und dann klickt ihr den an und dann können zwei Dinge passieren. Entweder er wird euch verfolgen, so wie wir das jetzt haben, dann seht ihr oben in dieser Leiste die Sekunden, wie lange ihr vor ihm wegrennen müsst. Und in dieser Zeit darf er euch nicht erwischen, sonst wird der Timer zurückgesetzt auf 20. Insgesamt müsst ihr dann diese 20 Sekunden durchhalten. Und wenn die 20 Sekunden abgelaufen sind, dann wird er stehen bleiben und ihr könnt ihn gleich nochmal anklicken und bekommt eure Belohnung. Anderenfalls kann er auch wegrennen, sodass ihr ihn fangen müsst, dann müsst ihr einfach hinter ihm herrennen und ihn einmal anklicken. So, hier sehen wir schon, dass er wegfliegt und da bekommen wir jetzt dafür einmal diesen Julebock-Geist und mit diesen Julebock-Geistern, das sind sozusagen die Preise, mit denen wir dann was eintauschen können. Diese großen Juleböcke können rings um das Portal herum überall erscheinen. Und wenn ihr einem nahe seid, habt ihr so Schnee auf dem Bildschirm und dann wisst ihr ungefähr, in welche Richtung ihr laufen müsst. Aber ich werde euch gleich noch einen kleinen Trick nennen, wie das noch einfacher geht. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie es aussieht, wenn der Julebock vor euch wegrennt. Dann müsst ihr den einfach einholen und einmal anklicken. Und ja, jetzt kommen wir auch zu dem Trick. Und zwar müsst ihr genau darauf achten, bevor ihr diesen Julebock anklickt, guckt, dass das Portal in Sichtweite ist und rennt, nachdem ihr den Julebock angeklickt habt, direkt zum Portal. Wie ihr hier oben schon seht, wird die Zahl weniger, also das heißt, wir können nur noch 6 hier finden. Und ja, dann geht dieses Ding in das Portal rein und aus dem Portal wird gleich eine Lichtkugel kommen und zwar fliegt die dann dorthin, wo der nächste Julebock spawnt. Darauf müsst ihr achten, dass ihr das immer seht und dann wisst ihr, wo der nächste Julebock ist. Hier ist er ungefähr da hinten, das heißt, wir müssen dahinter rennen und sieh da, hier steht der nächste Julebock. Wie schon erwähnt, bekommt ihr für jeden großen Julebock, den ihr abschließt, einmal so einen Julebock-Geist und pro Tag könnt ihr davon 40 verdienen. Am ersten Tag gibt es nur 35, weil das Tutorial in Moorland sozusagen nur 5 davon gebracht hat. Aber ab morgen könnt ihr jeden Tag 40 bekommen und zwar in jedem Gebiet 8. Und mit diesen Julebock-Geistern könnt ihr diese hier im Shop eintauschen. Hier gibt es verschiedene Preise. Einmal diesen schönen Winterhund, der kostet 50 davon. Dann auch ein Sattelset und einige Pullover. Und natürlich könnt ihr auch wieder für Pferde-XP eintauschen. Und zwar ein so ein Julebock-Geist bringt einmal 125 Pferde-XP. Wenn man das Ganze mal ausrechnet, wenn man wirklich jeden Tag alle 40 von diesen Julebock-Geistern sammelt, schafft man es auf jeden Fall locker bis zum 8. Januar, all diese Dinge zu kaufen und kann dann noch ungefähr 4 Pferde mit der Pferde-XP ausleveln. Doch es gibt auch noch eine zweite Belohnungsstufe und zwar seht ihr ja hier oben den Fortschritt. Ich habe hier 1 von 3. Das hier sind sozusagen die Gebiete, die ihr fertig habt und zwar komplett fertig. Das heißt, wenn ihr in Fort Pinter, Moorland und so weiter jeden Tag alle 8 sammelt, bekommt ihr dann pro Gebiet einen so einen Punkt. Und ihr könnt ja jeden Tag dann die 5 Gebiete fertig machen. Das heißt, ihr könnt jeden Tag hier 5 Punkte bekommen. Und dann könnt ihr hier den Fortschritt weiter aufsteigen, wenn ihr die Gebiete komplett abschließt. Und am Ende bekommt ihr hier eine schläfrige Schneekatze. Und auch vorher auch noch ein paar Kleidungsstücke. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn ihr den nächsten Julebock nicht findet bei dem Gebiet und hier oben zum Beispiel noch 1 von 8 stehen würde und ihr den letzten einfach nicht findet, dann geht doch einfach mal aus dem Gebiet ganz schön weit raus. Also entfernt euch aus dem Gebiet, geht neu rein. Und wenn ihr dann neu reinkommt, passiert dasselbe, wie wenn ihr vorher einen gefangen habt. Und zwar geht dann wieder diese Lichtkugel von diesem großen Strahl, wie zum Beispiel der da in Fort Pinter,
geht er wieder weg, die Lichtkugel, und zeigt euch den Ort vom nächsten Yulebog. Gut, dann hoffe ich jetzt, dass bei euch alles klar ist bei der Yulebog-Jagd. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Und ansonsten viel Spaß beim Yulebog-Jagen. Und vergesst nicht, jeden Tag könnt ihr bis zu 40 von diesen Yulebog-Geistern sozusagen sammeln und die dann für coole Belohnungen eintauschen. Viel Spaß!